Hallo meine Lieben, so, da bin ich wieder. Wie versprochen, gibt es wieder ein Wochenupdate. Diesmal kann ich 2 Wochen zusammenfassen, weil letzte Woche gab es ja das Video zum Hijab. Und ich glaube, dieses Video wird nicht ganz so lang, weil es ist eigentlich immer so, ja, relativ das Gleiche, ne? Arbeitsschule, Arbeitsschule. Und da tut sich bei uns gerade auch nicht so ganz viel Neues. Also Schule läuft. Ich bin zufrieden. Nate ist manchmal nicht zufrieden mit dem, was so passiert in der Schule. Also nicht, dass er mit dem Unterricht nicht zufrieden ist, sondern eher, dass er sagt so, der Test ist jetzt nicht so gut gelaufen. Und ich denke immer, ich meine dafür, dass du gesagt hast, du hast das Thema nicht verstanden. Hälfte der Punktzahl finde ich schon echt in Ordnung. Ne? Also, und er lernt halt auch wenig, ne? Also das ist eben auch der andere Punkt dabei, das habe ich ihm auch ganz klar gesagt. Ich sage, du lernst zu wenig. Ich sage, wenn du mehr lernen würdest und hättest das Ergebnis dabei, dann wäre das, also dann würde ich mich wundern, dann würde ich mich auch darüber ärgern, wenn ich gelernt habe und dann nur die Hälfte der Punkte erreiche. Also dann würde ich auch überlegen, oh, was habe ich denn da gelernt? Aber so, ja, sie sind wohl immer noch bei Grammatik gewesen die letzte Woche und haben immer noch Dativ, Genitiv, Akkusativ und so weiter besprochen. Und ich war jetzt vor ein paar Tagen ganz erstaunt. Da habe ich, ich muss mir überlegen, was hatte ich ihn denn da gefragt? Ich hatte ihn irgendwas gefragt und dann hat er mir wirklich im Detail erklärt, wann nimmt man Dativ oder wie erkenne ich den Dativ, wie erkenne ich den Akkusativ oder ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich war so irritiert, wie er mir das erklärt hat, dass er das wirklich wusste, so aus dem Stegreif, weil ich wüsste das nicht mehr. Ne? Also ja, das hat mich echt so positiv überrascht, wirklich. Also ich sag, guck ihn nur so an und sag, du weißt es doch. Ich sage, warum sagst du denn immer, du verstehst es nicht und du weißt es nicht? Ah, ich glaube, er versteht schon recht. Also das mit dem Verstehen ist wirklich, das muss ich sagen, er versteht sehr, sehr gut. Wenn ich hier mit ihm auf Deutsch spreche, dann antwortet er zwar immer noch auf Arabisch, aber er antwortet richtig. Und ich muss ihn immer wieder ermahnen. Ne? Also ich muss ihn immer wieder ermahnen zu sagen, so, sprich bitte Deutsch mit mir, das, und ich muss selbst auch, ich muss für mich auch selber immer darauf achten, dass wir halt Deutsch zusammen sprechen, weil auch mir, ich verfall auch immer wieder zurück, das ist einfach, ich glaube, das sind so gewohnte Muster, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie ihr das kennt, also es sind so gewohnte Muster halt, ne? Ja. Ansonsten, wir waren noch mal bei dem Arzt. Wir mussten ja wieder, weil der Stein noch nicht abgegangen ist. Das kann ich noch mal eben erzählen. Moment. Wir waren ja jetzt schon noch mal zweimal seit dem letzten Video, wo ich hinten einen Wochenrückblick gemacht habe, bei dem Arzt. Und ich bin erstaunt, nachdem mein Mann ja das letzte Mal mit dem Arzt gesprochen hat und sich darüber beschwert hat, dass der Termin ja nicht abgesagt wurde und wir dann da erschienen sind und ja, gesagt wurde, ja, sie können dann nächste Woche nochmal wiederkommen, die ist krank. Seitdem sind die echt netter geworden, also am Telefon wie auch vor Ort. Also jetzt vor Ort bei dem letzten Termin war eine ganz andere Dame, die war schon ein bisschen, ich will jetzt nicht älter sagen, weil das letzte Mal hat man mir gesagt, eine ältere Dame, das wäre nicht richtig. Sie war schon etwas reifer, ich weiß nicht, wie man es besser ausdrückt. Sie war älter als ich, vielleicht ist das die richtige Wortwahl dafür. Also sie war älter als ich und ich kannte die Dame auch noch nicht von unseren vorherigen Besuchen und die war wirklich unglaublich nett. Also die hat uns noch einen schönen Tag gewünscht und so weiter, als wir gegangen sind. Also da war ich wirklich sehr erstaunt drüber und ja,
Dann das Mal davor, als wir da waren, war die auch eine von denen, die so unfreundlich waren vor Ort, aber die waren netter zu uns. Also, ich weiß nicht, ob der Arzt irgendwas gesagt hat oder ob sie gemerkt haben, so, das funktioniert hier so nicht. Ich weiß es nicht, ich kann es euch echt nicht sagen. Also, hat mich wirklich erstaunt. Also, auch mit den Zettel unterschreiben für die Schule, weil ich brauchte ja immer Nachweis für die Schule. Dass er dann an dem Tag am Unterricht nicht teilgenommen hat, weil er einen Termin hatte. Das ist ja auch immer wichtig für die Integrationskurse beziehungsweise für die Ausländerbehörde eventuell auch, weil ich weiß nicht, ob die prüfen, wenn man den Integrationskurs abgeschlossen hat, ob man regelmäßig teilgenommen hat oder nicht. Da weiß ich nicht genau. Oder vielleicht guckt das BAMF da auch drauf. Das weiß ich nicht genau. Sorry, ich musste mal eben kurz unterbrechen. Nase war ein bisschen zu. Genau, also ich vermute mal, da guckt irgendwer drauf. Also die Schule hat schon extra vorbereitet. Da steht dann, konnte nicht teilnehmen, weil war zur Botschaft, Praxis oder einer Behörde oder irgendwie sowas und ging kein anderer Termin. Also die, genau, also irgendwer guckt da wahrscheinlich drüber. Also ich vermute mal, dann das BAMF, nämlich, also ich weiß es nicht, vielleicht hat einer von euch ja eine Idee, wer das eventuell sehen will, weil es geht ja auch, das sind ja geförderte Kurse und deswegen, ne? Die wollen wahrscheinlich auch sehen, dass die Leute regelmäßig dann teilnehmen. Ja, ansonsten ist jetzt eine neue Dame in die Klasse gekommen. Da hat er erzählt, ist ganz lustig, die kommt irgendwie aus Amerika. Und die ist echt witzig, also auch so von ihrem Style her, ich mag sowas. Es ist eine, wie sagt man, ja, eine typische Amerikanerin für mich so. Wisst ihr, was ich meine? Die sind ja so ausgeflippt, was ihr Klamottenstyle angeht, und ich finde das total toll. Wirklich, ich finde das total toll. Also ganz süße auch, so von ihrer Art her, was ich habe mit ihr noch nicht gesprochen, sondern sie nur gesehen und so wie sie immer agiert und wie sie läuft und so, finde ich total niedlich, wirklich. Ja. Jetzt am 1. April war ja tatsächlich der letzte Schultag erstmal. Ah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr sich Ed gefreut hat darüber, ne? Also Schule aus, jetzt erstmal 2 Wochen keine Schule. Ich sage ja, aber du musst ja trotzdem lernen, ne? Dann sonst vergisst du ja wieder alles. Und ja, waren die falschen Worte, ihr wisst ja, ne? Genau, ich wollte ja noch weiter erzählen, was jetzt in der Schule aktuell so ist. Also, sie haben Interview gemacht, hat er mir erzählt, so zuletzt, wo man gegenseitig sich dann Fragen gestellt hat: Was sind so deine Lieblingsfarben? Was war dein Lieblingsurlaub? So solche Sachen, so Interessen abfragen und solche Geschichten halt. Ja, ach, ich glaube, das kriegen sie. Ich glaube, das kriegen sie ganz gut hin. Ich fragte, ich bin ja immer neugierig. Also es ist nicht so, dass ich kontrollieren will, sondern ich bin wirklich neugierig, wie es so läuft, ne? Und frage ihn dann immer und ich sage, und wie ist es so in der Klasse? Und er sagt dann, ja, Hälfte, also Hälfte kommt gut mit, Hälfte nicht. Das ist also auch wie bei uns in Deutschland, ne? Ja, also so typische Deutschklasse wie bei uns halt auch, ne? So die Hälfte ganz gut, kommt gut mit, die lernt wahrscheinlich auch zu Hause dann irgendwie nochmal 3 Stunden nach oder so. Na gut, sie haben auch die Zeit dafür, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist immer noch so der andere Punkt. Ja, ich hoffe sehr, dass, wie soll ich sagen, dass trotz alledem den Kurs super gut meistert und vielleicht. So mein frommer Wunsch, dass es auch gleich beim ersten Mal schafft, die Prüfung abzulegen und dann das Zertifikat bekommt. Ich glaube immer noch, dass es jetzt, also sie sind ja schon bei Modul 2 ist das, also sprich A1, 2, also wie gesagt, er spricht, aber noch nicht so fließen und was wir dringend noch üben müssen, ist mir aufgefallen, das Lesen. Ich weiß nicht, kennt ihr das vielleicht von euren Kindern her? Ich weiß, meine Mama hat immer gesagt, ich habe früher als Kind, da haben sie gedacht, ich kann lesen.
Und ich war so clever und habe auswendig gelernt. Also ich habe den Text nicht gelesen, sondern ich habe ihn auswendig gelernt. Und meine Eltern haben gedacht, ich kann schon lesen. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, ach, die hat so auswendig gelernt. Und naja. Aber irgendwann klappte das dann. Irgendwann habe ich dann auch lesen gelernt. Und da tut er sich immer noch ein bisschen schwer mit dem Lesen. Also, das habe ich ihm auch letztens gesagt, da müssen wir dringend nochmal dran üben. Ich habe jetzt so ein Buch, kennt ihr das? Silbenlesen? Weil es gibt ja so unglaublich lange Worte, so Bewerbungen zum Beispiel. Also, es ist jetzt nicht unglaublich lang, aber Bewerbungen. Und da tut er sich unglaublich schwer mit solchen langen Worten. Da macht er dann irgendwie am Anfang das richtig und dann irgendwie so gemischt am Ende, wo ich denke so, was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Also ich versuche es ja auch immer. Bewerbungen, also so mit ihm dann zu sprechen und dass er das danach spricht, so, ne? Auch einzeln erst und dann eben im Stück. Und ich hoffe mal, dass das hilft mit diesem Silbenlesen. Das soll ja für Leseanfänger ganz gut sein und er ist ja nun mal Leseanfänger in unserer Sprache, im Deutschen, ne? Und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen Erfolg mit haben, ne? Dass das dann ein bisschen besser wird oder wird halt öfter mal ein Anhang so EN oder so vergessen. Aber das kenne ich von mir als Kind auch, das habe ich auch gerne. Stand denn da möchten und ich habe immer nur möchte gelesen oder so. Also das ist, glaube ich, normal und braucht einfach nur Zeit und Übung. Ja, aber ansonsten geht es uns soweit gut. Ja, ihr habt ja vielleicht schon gesehen, wir sind in Vorfreude auf unseren Urlaub. Am 13. geht es jetzt los. Und Familie wartet schon. Gestern war ja nun der erste Ramadan-Tag und ja, wir haben dann abends nach dem Fastenbrechen mit unserer Familie telefoniert und wir haben schon gesagt, also Eid fehlt ihnen schon sehr dort, ne? Also es ist halt so, ja, wie soll ich sagen, das erste Fest für sie ohne ihn, ne? Und für mich das erste Mal gemeinsam Ramadan in Deutschland, so, also erstes gemeinsames Fasten, erstes gemeinsames Fastenbrechen. Und das ist auch eine neue Erfahrung für uns beide, also für Eid und für mich, ne, in dem Fall. Genau, in dem Zusammenhang würde ich euch gerne noch was fragen wollen. Und zwar habe ich überlegt, ob ich eventuell, wenn ihr das möchtet, jeden Abend mal so ein kleines Video von unserem Fastenbrechen einstelle, was wir so an Essen gemacht haben. Es gibt ja diese Short-Videos bei YouTube und ich würde vielleicht dann einfach so Short-Videos einstellen für euch, dass ihr einfach mal sehen könnt, so, was haben wir den Abend gemacht, weil Ramadan wird jetzt für uns nicht viel passieren. Wir waren jetzt Samstag, also gestern verabredet mit einer Freundin, da ist der Mann leider krank geworden. Und jetzt versuchen wir es mal nächstes Wochenende. Das kann ich euch nochmal zeigen. Das ist die Dame mit dem Pferdestall, was ich euch mal erzählt habe, die so viel gemacht hat da auf dem Hof und gebaut hat und so und die so viel geackert hat. Da soll sich auch noch einiges getan haben. Das möchte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und den nächsten Sonntag treffen wir die liebe Anna wieder. In Bremen, die hatte gefragt, ob wir uns mal wieder treffen können. Wir waren ja seinerzeit in Hamburg. Und die liebe Anna kommt nach Bremen für uns, um sich mit uns zu treffen. Und ich freue mich da sehr drauf. Vielleicht kann ich euch ein bisschen was zeigen, mal schauen, was wir machen. Da wir ja fasten, werden wir mal sehen, wie wir es machen und was wir machen. Genau, vielleicht zeigen wir ihr ein bisschen die Stadt oder so. Muss ich mal schauen. Das werde ich mit ihr nochmal besprechen, wie wir es genau machen. Und ansonsten ist jetzt erstmal so nichts geplant, weil Eid fastet ja komplett. Und das ist natürlich auch neben der Arbeit und allem recht anstrengend. Und da ist man am Wochenende dann schon froh, wenn man relativ was, also ein ruhiges Wochenende hat, ne? Ja, jetzt fragt ihr bestimmt, wie mache ich es? Ich faste nur bislang stundenweise oder zeitweise, also je nachdem, wie weit ich komme.
Liegt einfach daran, dass ich normalerweise nicht fasten darf aufgrund meiner Erkrankung. Ich möchte aber trotz alledem gerne mit ihr zusammen ein bisschen fasten. Also ein bisschen hört sich mal doof an, aber ich möchte gerne fasten mit ihm. Und ich glaube auch, dass es für den Körper vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Und deswegen versuche ich so einen halben Tag zu fasten für mich einfach. Genau. Ja. Dann wisst ihr auch schon, was bei uns alles. Ach, das Wichtigste habe ich vergessen. Der Stein ist abgegangen, Leute. Endlich. Das war auch so ein richtiges Drama mit diesem Stein. Aber Alhamdulillah, er ist jetzt endlich raus. Gott sei Dank. Das wurde auch wirklich Zeit. Genau. Das war jetzt aber auch wirklich so das, was die Woche bei mir passiert ist. Oder bei uns passiert ist. Ne? Also es war wirklich relativ entspannt. Eine liebe Freundin von mir war jetzt gerade in Hurghada, mit der habe ich viel telefoniert und die hat ja so viele Spendensachen für mich mitgenommen. Ne? Die hat ja 80 Kilo an Spendensachen dabei. Ah, ich bin echt so mega happy darüber, ne? Dass wir so gut dort, also dass sie so viel mitnehmen konnte für uns und dass wir das jetzt wirklich, wenn wir kommen. Also es wird in den nächsten Tagen nach Luxor gebracht und wartet dann bei uns, dass wir, wenn wir da sind, die Sachen dann auch verteilen können. Und dafür nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank an dich, meine Liebe, dass du die Sachen für uns mitgenommen hast und so. Ich freue mich, bin da wirklich echt mega dankbar für die Unterstützung. Und ich werde dann im April auf jeden Fall zeigen, wenn wir vor Ort sind, was wir alles bekommen haben an Sachen. Und da muss ich mal gucken, was geht an die kleine Pyramide, was geht an unsere Gamayya und so weiter. Ja, und ich bin echt, also ich freue mich da schon wirklich sehr drauf, die kleine Pyramide zu besuchen. Und ich hoffe, euch gefällt es auch mit dem Video. Und ja, genau. So, jetzt habe ich aber auch, glaube ich, auch genug geredet, oder? Ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Ramadan-Zeit auf jeden Fall. Wer von euch fastet, ich wünsche euch, dass Allah euer Fasten annehmen möge und euch die Kraft gibt, zu fasten. Und ja, Ramadan Karim. Ich glaube, das darf man trotzdem noch sagen, auch wenn es jetzt schon der zweite Tag ist. Und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen und wenn ihr mir in den Kommentaren eben eine Info hinterlasst, ob ihr gerne so unsere Videos sehen wollt, in die Short-Videos. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert, wo ich euch zeige, was es bei uns abends dann gab. Also, bis dahin, bleibt gesund und bye bye!